Also sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Sie im Namen der La Salle Alumni in Barcelona und unserer Einrichtung willkommen zu heißen. La Salle Barcelona engagiert sich seit mehr als 100 Jahren für eine qualitätsvolle Bildung und universitäre Ausbildung. La Salle kombiniert ihr universitäres Engagement mit ihrem Interesse für einen humanistischen, technischen Fortschritt als Basis einer sozialen und wirtschaftlich nachhaltigen Weiterentwicklung. Als einige der wichtigen verzeichneten Erfolge sind zweifelsohne die Folgen zu nennen. 1903 wird zum ersten Mal ein Studium im Bereich Elektronik, Mechanik und Chemie angeboten. 1970 waren wir die erste Universität mit einem Fachbereich für Nachrichtentechnik. Im Jahr 1991 wird die Universität Ramon Llull durch die Vereinigung mit ESADE Business and Law School, La Salle und IQS gegründet. Im Jahr 1996 führen wir den Studiengang, den sogenannten Engineering Technician und Multimedia, ein und La Salle wird als Information und Communications Technology University bekannt. Im Jahr 2002 beginnen die Vorlesungen im Bachelor-Studiengang für Business Administration auf Englisch. Unser User Lab wird im Jahr 2004 geöffnet. Hierbei handelt es sich um ein Labor, der naturgetreu mit häuslichen Einrichtungen ausgestattet ist und es somit Unternehmen möglich macht, das Verhalten von Verbrauchern bei Anwendungen ihres Produktes zu untersuchen. Seit 2005 existiert unsere Sala BCN oder Sala Barcelona Digital. Es handelt sich um ein wissenschaftliches Labor in Form eines Gebäudes, das es möglich macht, neue Technologien und ihre Anwendung in Räumlichkeiten zu untersuchen. Ebenfalls ermöglicht es Unternehmen, bestimmte Studien bezüglich der Integration der Technologien in Gebäude durchzuführen. Im Jahr 2006 wird La Salle Online gegründet. Heute läuft dieses Projekt unter dem Namen Universitat Oberta La Salle, sogenannte UOLS, U-O-L-S. Im Jahr 2007 öffnet das Labor Media Lab seine Pforten. Es handelt sich um ein einzigartiges Labor in Südeuropa, in dem menschliche Körperbewegung mit Hilfe von Motion Capture Technology untersucht werden können. Das Projekt ist vor allen Dingen für den Bereich Videospiele, Spezialeffekte, 3D-Darstellungen, Animationsfilme oder Werbespot ausgesprochen wichtig. In 2008 wird der Studiengang IT Organization eingeführt. Sein spezielles Studienprogramm verkürzt den Integrationsprozess der Studiengänge Management und Technologien in ein einziges Studium. Im Jahr 2009 startet unser Projekt MBA Online. Es handelt sich um den ersten Masterstudiengang im Fachbereich Unternehmensmanagement, der die innovative Methodik Learning by Doing angewendet und dessen Lernvorgang auf der Lösung von realen Situationen basiert. Das Unterrichtsmaterial ist vollständig in Form von audiovisuellen Materialien in den Studienplan integriert. Im Jahr 2010 wird das Gründungszentrum für neue Technologien und Unternehmen Tecnova Barcelona eröffnet. Bis heute haben 7.140 Ingenieure, 4.700 Schüler aus den verschiedenen Master- und postgradualen Studiengängen der La Salle Business Engineering School, sogenannte BES, sowie 900 Architekten und Bauingenieure ihr Studium erfolgreich an der La Salle Barcelona abgeschlossen. Wie Sie wahrscheinlich schon selbst festgestellt haben, basiert unsere DNA auf Technologien, wobei eindeutig ist, dass unsere Business Engineering School täglich wächst und mehr Interesse weckt. Das heutige Kooperationstreffen, zu dem wir hier zusammengekommen sind, ist ein gutes Beispiel für den richtigen Weg in Richtung Integration, der in allen europäischen Mitgliedsländern an der Tagesordnung stehen sollte. Ein effizientes Management von Wissen, Forschungskultur, der gemeinsame Fortschritt sowie die Innovation im Austausch zwischen allen europäischen Staaten
und besonders eine gute Führung und Förderung von jungen Talenten. Der zuletzt genannte Punkt ist vielleicht derjenige, an der wir in der Zukunft noch besonders viel arbeiten müssen. Es sind Elemente, die Europa in seinen Arbeitsstrategien einbinden muss, und zwar nicht nur vorseiten europäischer Einrichtungen, sondern vor allen Dingen vorseiten der jeweiligen Gesellschaft. Wir alle wissen, und die derzeitige finanzielle Krise erinnert uns tagtäglich daran, dass wir alle miteinander verbunden sind. Die Fluktuation der Märkte aufgrund der griechischen, italienischen und spanischen Schulden beeinflusst nun ebenfalls die Verschuldung in Deutschland. Auch die Reduktion der Erwerbskapazitäten der europäischen Bürger wird sich früher oder später auf die finanziellen Bilanzen des deutschen Marktes auswirken. Somit ist es dringend notwendig, dieses Niveau wirtschaftliche und finanzielle Integration sowohl auf politischer wie auch gesellschaftlicher Ebene sichtbar werden zu lassen. In Katalonien werden die Industrie schon immer groß geschrieben. Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die Gegend die Geburtsstätte der spanischen industriellen Revolution. Und auch heute noch spielt Katalonien eine wichtige Rolle, sowohl im Bereich der Schaffung von neuen R&D-Forschungsprojekten sowie bezüglich seiner Beteiligung in BIP, das gesamte spanische Territorium. Und vielleicht spüren wir auch diesem Grund für Deutschland und konkret für die Region Heilbronn-Franken spezielle Bewunderung und nehmen uns deswegen ein Beispiel an ihrer industriellen Wirtschaft, die sich selbst übertroffen hat und sich dadurch über die unterirdische und im Bereich der industriellen Wirtschaft alles auf aufgehenden finanziellen Spekulationen hinwegsetzen konnte. La Salle Barcelona ist der Tradition einer qualitätsvollen Universitätsausbildung immer treu geblieben. Heute können wir Ihnen diese Tradition und Qualität zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, dass wir alle davon in der Zukunft profitieren werden. Das ist das Europa, das reifen muss. Ein flexibles und sich verbundenes Europa, das seine Talente zu nutzen weiß und eine Projekte mit der bestmöglichen Wettbewerbsfähigkeit durchzuführen. Ich erinnere mich an vorherige Generationen, die zum Arbeiten nach Deutschland ausgewandert sind. Einige sind zurückgekommen, andere beschlossen, mit ihren Leben und Familien dort zu bleiben. So oder so bin ich mir sicher, dass Sie alle für den fahrenefreundlichen Umgang dankbar sind, und ich weiß, dass Sie Deutschland weiterhin im Herzen tragen. Unser Land und konkret Via von La Salle haben heutzutage erstklassige Ingenieure zu bieten. Ingenieure mit den hervorragenden Ausbildungen aus akademischer und menschlicher Ebene. Unternehmen zu teilen und Ingenieure, die fähig sind, Erfahrung, Ausbildung und Wissen unserer Unternehmen zu teilen. Und es ist ein soziales Umfeld, eine neue Sprache und eine neue Kultur anpassen können. Und aus diesem Grund möchten wir alles ebenfalls die Möglichkeit für den Austausch von Wissen und eine offene Innovation in Form von eines Kollektives mit mehr als 12.000 ehemaligen Studenten zur Verfügung stellen. Wir haben das heutige Kooperationstreffen mit großem Interesse und Engagement vorbereitet. Und wir hoffen sehr, dass es der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Region Heilbronn-Franken und La Salle sein wird. Vielen Dank. Ich werde dann ganz kurz jetzt über die Agenda von heute. Ich werde jetzt dann gerne Herrn Stefan Hoss und der Herrn Andreas Schumm eine kleine Präsentation, eine Vorstellung von ihrer Objektive und Ziele zu allen Gästen. Danach wird der Bruder Miguel Ángel Baravech, der ist der Geschäftsführer von La Salle Campus in Barcelona. Und danach wird der Felix Riera eine geführte Besichtigung des Campus haben für eine Stunde. Danach werden wir eine kleine Kaffeepause haben und dann werden wir Vertreter der drei Wissenschaftsgebiete des Campus eine kleine Präsentation machen über die drei Bereiche, die wir hier in dem Campus haben. Wir haben eine kleine Pressekonferenz um 11:45 Uhr. Eine Kleinigkeit zum Essen. Ich glaube, wir alle ein bisschen Hunger haben.
Und dann nachmittags wird der Herr Carlos Sanchez und ich dann die Strategieplan für die SAI Alumni vorstellen. Und der Plan ist, dass wir bis 3 Uhr heute Nachmittag fertig sind. So, Herr Schum. Ja, meine Damen und Herren, lieber Henry Fürnis, auch ich darf Sie heute Morgen nochmals ganz, ganz herzlich begrüßen. Und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen aller unserer Delegationsteilnehmer nochmals ganz, ganz herzlich für die Einladung hierher zu La Salle nach Barcelona bedanken. Schon gestern Abend war es für uns alle sehr, sehr interessant, zum einen den Kontakt zu Ihnen zu bekommen, aber ich habe auch gemerkt, dass der Kontakt unter unserer Delegation ganz, ganz wichtig war, gemeinsam nach außen zu gehen, gemeinsam sich den Aufgaben der Zukunft zu stellen, nämlich qualifizierte Fachkräfte für schnell wachsende und erfolgreiche Unternehmen in unserer Region Heilbronn-Franken zu gewinnen. Es hat mich gestern Abend auch sehr gefreut, dass die Generalkonsulin Frau Gläser mit dabei war. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, damit unterstreicht das auch das Interesse der Bundesrepublik Deutschland eines positiven gemeinsamen Wirkens zwischen Katalonien und unserer Region Heilbronn-Franken. Ich habe Ihnen nun einige Informationen über unsere Region mitgebracht und möchte Ihnen so ein bisschen erzählen über die Branchen, auch einige Wirtschaftsdaten zu unserer Region. Wo liegt die Region Heilbronn-Franken? Wir sind im Zentrum der sogenannten blauen Banane in Europa. Die blaue Banane definiert die wirtschaftsstärksten Bereiche in Europa, beginnt im Süden Großbritanniens, geht über Zentraleuropa und endet im Norden Italiens. Vielleicht wissen Sie auch, dass Baden-Württemberg und Katalonien über die Initiative der vier Motoren für Europa, Katalonien, Lombardei, das Rhonalbgebiet und Baden-Württemberg zusammen auch mit den Midlands untereinander verbunden sind. Aber für uns war es immer wichtig, dass es nicht nur auf der hohen politischen Ebene Kooperationen gibt, sondern dass Kooperationen auch an der Basis ankommen. Und deshalb haben wir uns nicht nur auf die Politik verlassen, sondern sind schon seit vielen Jahren direkt vor Ort hierher gefahren. Und ich freue mich auch, dass Herr Jäger, Peter Jäger mit dabei ist, der hier früher die katalanische Wirtschaftsförderung, die SIDEM, vertreten hat und wir da auch schon einige Kooperationen miteinander gemacht hatten. Heilbronn-Franken ist Teil der europäischen Metropolregion Stuttgart mit über 5 Millionen Menschen. Wir sind eine starke Netzwerkregion, was sich zum einen aus der Globalisierung der Unternehmen ergibt, aber auch dadurch, dass wir viele Institutionen haben, die in vielen Netzwerken drin sind, die sich dann letztendlich wieder zusammenführen. Heilbronn-Franken ist mit seinen Unternehmen exportorientiert. Fast 50% der produzierten Produkte gehen in den Export. Wenn Sie nur die Branche wie den Maschinenbau betrachten, dann sind das deutlich über 90% der Exportorientierung. Und wir haben im Verhältnis zu unseren Einwohnern auch die höchste Dichte an Weltmarktführern bei uns in der Region Heilbronn-Franken. 3 Weltmarktführer sind heute hier vertreten, Würth, Recaro und Zielabeck. Ja, und hier sehen Sie Heilbronn-Franken im Süden Deutschlands, im Norden Baden-Württembergs, genau an die bayerische Grenze zwischen Würzburg, Mannheim, Nürnberg und Stuttgart. Diese Karte zeigt die Weltmarktführer in Deutschland. Jeder Punkt steht für einen Weltmarktführer in Deutschland und die Region Heilbronn-Franken finden Sie hier. Und wie ich bereits gesagt hatte, sind über 400 Landkreisen in Deutschland, finden sich alle 5 Landkreise unserer Region unter den Top 10, was die Dichte der Weltmarktführer pro Einwohner betrifft. Und hier nur die Übersicht über einige Firmen, die diese Weltmarktführer vertreten. Was zeichnet einen Weltmarktführer aus? Ein Weltmarktführer ist erfolgreich.
Hinter einem Weltmarktführer bei uns in der Region steckt meist ein Familienunternehmer. Weltmarktführer sind global unterwegs. Sie haben ihre Märkte in der ganzen Welt. Weltmarktführer sind in der Regel über 70 Jahre alt. Sie sind nachhaltig im Markt etabliert. Sie geben sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung aus. Sie sind sehr innovationsstark. Und Weltmarktführer haben in ihrer Firmenphilosophie eine sehr, sehr hohe Verbindlichkeit ihrer Zusammenarbeit zwischen der Führungsebene und dem einzelnen Mitarbeiter, was Sicherheit schafft für Menschen, die zu uns in die Region kommen und bei den Firmen arbeiten. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die Kennzahlen hier alle erklären. Sie finden diese Präsentation auch bei uns auf der Internetseite, die Sie gerne dann auch nachlesen können. Nur zwei, drei Zahlen noch herausgegriffen. Die Region hat etwa 900.000 Einwohner und erwirtschaftet knapp 10% des Bruttosozialproduktes des Landes Baden-Württemberg. Wir haben etwa 500.000 Erwerbstätige, auch wieder etwa 10% des Landes Baden-Württemberg. Das ist etwa die Daumenregel, was die Wirtschaftskraft betrifft, immer etwa 10% des Landes Baden-Württemberg. Und bei uns herrscht momentan Vollbeschäftigung mit einer Arbeitslosenquote über die gesamte Region mit etwa 3,4%. Wir haben Teilbereiche bei uns in der Region mit einer Arbeitslosenquote mit einer 1 vor dem Komma. Und auch die Jugendarbeitslosigkeit ist bei uns kein Thema. Mit etwa 2% ist die Jugendarbeitslosigkeit im Grunde nicht vorhanden. In der Region selbst sind die stärksten Branchen, was Umsatz und Mitarbeiter betrifft, die Metallindustrie, die Automobilzulieferindustrie, das Ernährungsgewerbe und die Elektronikindustrie. Und Sie sehen hier schon, es ist kein Zufall, dass wir bei Ihnen hier sind, denn genau die Absolventen Ihrer Hochschuleinrichtung sind die, die von unseren Unternehmen gut gebraucht werden können. Wenn Sie die Region in der Übersicht sehen, dann haben wir in der Region 9 Cluster, die angesiedelt sind, von der Automobilindustrie über die Befestigungstechnik, die Papierindustrie, Logistik, die Metallverarbeitung, die Kunststoffverarbeitung und so Spezialitäten wie die Verpackungsmaschinenindustrie ist eines der weltweit dichtesten Cluster vorhanden in der Region zwischen Crailsheim und Schwäbisch Hall. Auch wenn Sie die langfristige Entwicklung unseres Arbeitsmarktes beobachten, hier diese Linie zeigt die langfristige Linie der Arbeitslosenquote, die während der letzten Krise 2009-2010 etwas in die Höhe ging, die aufgefangen wurde durch die sogenannte Kurzarbeit, das sind die blauen Balken. Der Staat unterstützt die Unternehmen, damit diese ihre Mitarbeiter nicht entlassen müssen, mit Kurzarbeitergeld. Die Unternehmen haben diese Zeit genutzt, um ihre Mitarbeiter zu schulen und zu qualifizieren und auf das, was nach der Krise gekommen ist, vorzubereiten. Und es war eine sehr gute und sehr kluge Entscheidung, denn die Region Heilbronn-Franken mit ihren Unternehmen ist heute wieder sehr, sehr gut im Markt positioniert. Was sind unsere größten Herausforderungen? Und da auch zum Abschluss nur noch einige Zahlen für Sie. Natürlich der Fachkräftebedarf, die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften. Wir haben bereits bei uns in der Region einen sehr starken Fachkräftemangel in allen genannten Bereichen, aber auch im medizinischen Bereich, im Pflegebereich, im IT-Bereich, bei den genannten Ingenieuren, der sich fortsetzt. Unsere IHK, unsere Industrie- und Handelskammer, hat Zahlen definiert, dass bis im Jahr 2014 bei uns in der Region etwa 1.800 Ingenieure fehlen werden. Und bereits ein Jahr später wird es exorbitant steigen, dass über 34.000 akademische Fachkräfte insgesamt in Baden-Württemberg fehlen werden.
Deshalb sind momentan sehr viele Initiativen ins Leben gerufen. Wir hatten ja gerade letzte Woche auch die Aktion Nikolaus durch die Metropolregion Stuttgart, wo spanische Ingenieure zu Vorstellungsgesprächen nach Stuttgart gekommen sind. Unsere Region war bereits im Juni dieses Jahres bei einer Veranstaltung der Botschaft des Goethe-Institutes, der Außenhandelskammer, hier bei Ihnen in Barcelona mit sehr interessanten Gesprächen. Und wir möchten diese Kooperation ganz einfach fortsetzen. Einzigartig in Europa haben wir ein Informationsportal zusammengeführt, eine regionale Akademiker-Jobbörse, wo wir momentan etwa 500 Unternehmen der Region analysieren, deren Akademikerstellen auf dieser Jobbörse regiojobs24.de abbilden. Sie sehen hier, momentan sind über 2000 offene Akademikerstellen von 340 Unternehmen veröffentlicht und wir haben pro Jahr etwa 1,8 Millionen Jobaufrufe, also eine sehr hohe Attraktivität dieser Plattform und schafft Transparenz über das Arbeitsmarktangebot in der Region. Zukünftig werden auch die Arbeitsagenturen ihre Stellen auf dieser Plattform abbilden. Umgekehrt werden wir die Angebote auch international über LinkedIn präsentieren, sodass wir die Region Heilbronn-Franken noch viel mehr auch in den Fokus des Arbeitsmarktes stellen. Ja, und zum Schluss möchte ich Ihnen noch einige Softfacts über die Region mitbringen. Wenn ich Ihnen erzähle, wie toll das ist, ich denke, Sie hätten nichts anderes erwartet von mir. Aber wir haben auch 100 Hochqualifizierte befragt, die von außerhalb in die Region gekommen sind, Akademiker befragt, die hier arbeiten. Und 88% haben gesagt, ja, wir empfehlen die Region Heilbronn-Franken als Wohnort weiter. Und 93% haben gesagt, ja, wir empfehlen die Region Heilbronn-Franken als Arbeitsort weiter. Und ich glaube, das gibt auch Ihnen Sicherheit, dass bei uns eine Willkommenskultur herrscht und neue und junge qualifizierte Fachkräfte willkommen sind, die bei uns tolle international tätige Unternehmen finden mit beruflichen Herausforderungen, die auch vielleicht wieder einmal hierher in ihr Heimatland führen, wenn Niederlassungen eröffnet werden oder Ähnliches. Wir haben bei uns in der ländlichen Region den Vorteil, dass Sie morgens nicht in der Rush-Hour stehen, sondern Sie können mit dem Fahrrad durch gesunde Luft zum Arbeitsplatz fahren. Wir sind eine familienfreundliche Region, eine lebendige Region mit vielen Festen, wo man feiern kann. Die Region ist die größte Rotweinregion in Deutschland. Und wir haben ja eine weitere Gemeinsamkeit. Sie haben das iberische Schwein, wir haben das hellische Landschwein mit dem guten Schinken. Also für Essen und Trinken ist natürlich auch bei uns in der Region gesorgt. Und die gesunden Lebensmittel sind ja eine wichtige Voraussetzung, dass man auch insgesamt erfolgreich sein kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie nun ein Bild über unsere Region Heilbronn-Franken haben. Würde mich freuen, wenn wir untereinander heute alle auch ins Gespräch kommen, vor allen Dingen mit den Unternehmen. Weil ich sagte ja auch bereits gestern Abend, was ich wichtig finde, ist, dass nicht nur eine Kooperation zwischen Institutionen stattfindet, sondern zwischen denen, die tatsächlich auch handeln können. Und ich glaube, eine gute Basis ist heute gelegt. Und nochmals mein herzlicher Dank an LaSalle Alumni und alle Beteiligten, die für die Organisation verantwortlich waren. Vielen Dank. Willkommen, willkommen in La Salle. Bienvenidos, bienvenidos a La Salle. Muchas gracias por su presencia aquí. Y realmente poco puedo añadir a las dos palabras que se han dicho antes. Es un gozo para nosotros poder iniciar hoy un camino de colaboración. Quisiera presentarles, que es lo que me han pedido, un poco nuestra institución. La Salle Barcelona es un centro universitario que está integrado en la Universidad Ramon Llull, que es la universidad privada que en España tiene el mayor número de alumnos. Es la universidad privada mayor en España. Y esta expresión, La Salle, en realidad es un apellido.
Es el apellido de un sacerdote francés, Juan Bautista de la Salle, un sacerdote católico, que a finales del siglo XVII fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y que en este momento, como institución, atiende a niños, jóvenes y adultos en todos los ciclos formativos, desde los 3 años hasta los 65 o más. Sus escuelas y su obra se ha extendido por todo el mundo. Aquí tienen unas estadísticas en tanto que centros formativos, número de alumnos, número de estudiantes y número de profesores, de docentes. Fíjense la curiosa coincidencia de estudiantes, 872.000, aproximadamente los mismos habitantes de la región, ¿verdad? Las estadísticas solo nos indican que hoy, La Salle, formamos parte de una de las redes educativas más extensas, tal vez la más extensa. Y esta red, a nivel de enseñanza superior, tiene ya 74 universidades o centros superiores de enseñanza. Para nosotros, la internacionalización forma parte de nuestro origen compartido y es nuestra identidad. Nuestra historia aquí en Barcelona, en enseñanza superior, nos lo ha dicho Henry, empieza en 1903. Queda interrumpida por la Guerra Civil Española y a partir del año 1965 la reanudamos como la primera escuela de telecomunicaciones en Cataluña y la segunda en el Estado español. Hoy desarrollamos formación, investigación y transferencia de tecnología en las áreas de arquitectura, ingenierías de telecomunicación e informática, multimedia y gestión, management. Tanto en el formato de los títulos oficiales como en el formato de la formación continua. Tenemos programas que en España son primer ciclo universitario, programas de grado, programas de máster, segundo ciclo universitario y programas de doctorado en las tres grandes áreas. Además, esta formación la hacemos presencial aquí en el centro, en formatos mixtos, presencial y a distancia, y en formatos completamente online. Actualmente atendemos aquí en el centro a unos 4.000 estudiantes en los distintos programas. Y históricamente hemos tenido hasta 14.000 estudiantes matriculados en alguno de los programas oficiales y 9.000 en alguno de los programas de formación continua o de extensión universitaria. Pero más allá de la transmisión de conocimientos y la preparación para la profesión, estamos convencidos que nuestra razón de ser es la formación de las personas. Formar personas para todas las etapas de la vida. A menudo, la formación insiste mucho más en los aspectos relacionales que en los conocimientos y en las habilidades. Y esto significa que vemos al docente, contemplamos al docente, también como pedagogo, acompañante del desarrollo integral de las personas. Para nosotros el sentido de la formación está en la personalización y esto significa proximidad. El profesor no es solo quien estimula el crecimiento del saber y quien evalúa este saber, sino también, y nos gustaría llamarlo así, aquel hermano mayor que acompaña y con quien puedes compartir el enseñar y el aprender.
Nos gusta que nuestros estudiantes sean profesionales competentes y bien preparados. Pero nos llena de satisfacción cuando los empleadores, cuando las empresas, nos dicen que son personas en las que se puede confiar, que solucionan problemas y que saben trabajar en equipo. La metodología docente que nos caracteriza lleva al alumno a estar frente a situaciones reales, problemas reales, desarrollo de productos, fomento de iniciativas, transversalidad de las materias y siempre, siempre trabajando en equipo. Somos plenamente conscientes de que ni podemos poner en su cabeza ni en su tiempo todo el conocimiento que van a necesitar, todo el conocimiento que van a necesitar en su vida profesional. Por tanto, es a partir de la resolución de problemas graduados, de prácticas pautadas, planteando enunciados complejos, difusos, que entendemos que han de ir ganando progresivamente la capacidad de desarrollar, gestionar y dirigir proyectos. El campus se convierte, pues, de manera natural en aquel ecosistema de interacciones en el que la aportación de unos y otros enriquece conocimientos y competencias. Como ecosistema, atendemos también a dos grandes aspectos de la formación. Primero, la capacidad de iniciativa. Los alumnos proponen actividades, fomentan aficiones, crean clubs, hacen deportes y otras muchas actividades que gestionan ellos mismos. Y el segundo es el fomento, acompañamiento y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. El soporte de nuestro parque de innovación, que físicamente está en el eje central del campus. Agradezco en nombre de La Salle, en nombre de los profesores y nuestros estudiantes, de toda la institución, esta iniciativa de nuestros alumnos, de nuestros alumni, de nuestros antiguos alumnos, que nos dan la oportunidad de compartir con ustedes nuestras realidades y nuestras ilusiones en la formación de los jóvenes de hoy, profesionales de mañana. Hoy mismo, el convenio que la Asociación de Antiguos Alumnos va a firmar es para nosotros un claro deseo de que sea solo el primer paso, un primer paso de una nueva colaboración entre instituciones, regiones, países, empresas y universidad. Y ese primer paso lo queremos profundizar y enriquecer. Nos alegramos por ello y les agradecemos toda su atención y su amabilidad. Muchas gracias.